Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Dice Throne Deutschland. Ich bin Thomas und ja, heute beschäftigen wir uns wie immer ein bisschen intensiver mit Dice Throne Adventures. Ich baue mal so ein kleines Let's Play dazu auf, spiele es ein bisschen durch, erkläre dabei die Regeln. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Dann kann es ja jetzt losgehen. Ja, die wichtigste Entscheidung vorweg, bevor wir überhaupt irgendwas aufbauen. Ihr braucht auf jeden Fall erstmal einen Charakter. Entweder aus der Season 1 Rerolled, die ja jetzt auch noch neu ist, oder aus der Season 2. Das heißt, ihr habt insgesamt 16 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, mit welchen Helden ihr spielen möchtet. Sei es jetzt nun alleine oder mit bis zu 4 Personen. Das bleibt euch ganz überlassen und ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal, was ich mir für uns jetzt hier ausgesucht habe. Und zwar werde ich mit dem Monk auf die Reise gehen. Ich packe ihn nochmal hier aus. Ne, hier haben wir unseren Monk mit all unseren Würfeln und Zusatz und ja, alles ein bisschen durcheinander. Das passiert schon mal. So. Damit sind wir schon fast spielbereit, was den Charakter angeht. Ich baue den hier ein bisschen an der Seite. Und ja, dann schauen wir doch mal, wie es denn jetzt weitergeht. Und als nächstes machen wir mal diese schöne große Box auf mit fast allen Komponenten, die ihr fürs Spielen braucht. Da sind einmal hier die Bosse drin. Hier der ganze Loot und jetzt für uns wichtig das passende Szenario. Wir fangen mit Szenario 1 an. Wir nehmen mal hier alles raus. Nehmen uns mal die vier Szenario 1 Karten, wenn wir sie finden. 1, 2, 3, 4. Da sind sie. Den Rest packen wir einfach wieder zurück. Den brauchen wir jetzt nicht. Na, los, komm, geh da rein. Dann mischen wir die vier Szenario-Karten einmal durch und wählen einfach blindlings eine davon aus. In diesem Falle, na, kommen da wieder rein, haben wir den Portal Crawl für Szenario 1, einen von vier möglichen, die ihr ziehen könnt. Dort steht dann auch drauf, wie ihr das Spielfeld aufbaut. Wie viel Leben ihr habt, je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr da seid. Dadurch, dass wir alleine spielen, haben wir 35 Leben. Dann bekommen wir zwei Self-Token am Anfang. Die braucht ihr, um euch ein bisschen zu heilen. Sind im Singleplayer eher kleine Heiltränke, die mit jedem Portal-Shard stärker werden. Wenn ihr zu zweit oder dritt oder viert spielt, könnt ihr damit auch eure Teammates wiederbeleben. Dann haben wir ein Startgeld am Anfang von 15 Gold, womit wir später dann shoppen können. Dann steht hier noch drauf, was ihr macht, wenn ihr das Szenario nicht schafft oder wenn ihr das Szenario schafft. Und wie die King's Hand Token funktionieren für dieses Szenario. Das ändert sich nämlich, sobald ihr ein bisschen weiter fortschreitet, werden die King's Hand Token für die Minions und ja, werden dann mehr und stärker. Hier unten sieht man nochmal, was ihr mit den Self-Tokens machen könnt. Hier ist Heilen drei Leben und ein pro Portal Shard, den ihr eingesammelt habt. Denn unser Ziel ist es auch tatsächlich, diese drei Portal Shards zu sammeln, sie hier hinten auf diesen Würfel zu bringen, damit wir dann ja, zu diesem Zwischenboss kommen. Verteilt sind hier noch ein bisschen Loot auf der Karte. Das bauen wir jetzt gleich mal auf. Und ja, dann haben wir das hier schon mal grob ein bisschen aufgebaut. Hier schon mal die Plättchen ausgelegt. Die sind alle zufällig ausgewählt und hingelegt worden. Es gibt also noch jede Menge mehr. Das heißt, die Spielvariation ist halt ziemlich groß. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir das hier einmal falsch rum aufgebaut. Natürlich fangen wir so rum an. Dann verteilen wir die drei Portal Shards.
die wir hier haben. Die sind natürlich alle auch schön hier in diesem Tray sortiert. Das könnt ihr euch schön beiseite packen, dass ihr schnellen Zugriff drauf habt. Da sind alle wichtigen Token drin, die ihr so braucht. Wir nehmen jetzt erstmal die raus, die wir brauchen. Ja, wir haben einen hier liegen. Wir haben einen hier liegen. Und wir haben einen hier liegen. Die müssen wir alle sammeln, damit wir das hier öffnen können. Dann haben wir auch ein bisschen Loot hier verteilt auf der Karte. Ein bisschen Level 1 Loot, einmal da. Das war's auch schon. Und Level 2 Loot dort und dort. Das kommt so lange wieder zurück. Dann die Scythe Tokens. Einen gibt es hier drauf. Das heißt, sobald ihr dieses Feld betretet, nehmt ihr den Token auf, genauso wie mit dem Loot. Und ja, andere Sachen sind hier gar nicht so weit verteilt. Dann haben wir da noch einen und da noch einen. Ja, jetzt gucken wir nochmal, in welcher Schwierigkeitsstufe wir spielen. Das habe ich nämlich irgendwie gar nicht hier parat. Und zwar gibt es einmal den normalen Modus und den Veteranenmodus. Der normale Modus, da ändert sich nichts. Im Veteranenmodus ändern sich die Leben. Der Boss startet mit ein bisschen anders. Hier steht auch, wenn man das geschafft hat, nach der Kampagne darf man das Legacy Pack aufmachen. Ja, wir fangen aber mit der normalen Schwierigkeit an. Dann haben wir hier noch eine Turn Order Karte, die legen wir uns mal hin. Und das ist Boss gegen Boss, das brauchen wir jetzt nicht. Das kommt beiseite. Also wir spielen auf normaler Schwierigkeit. So, damit haben wir hier alles verteilt. Die legen wir uns auch mal hier hin, falls wir sie brauchen. Dann packt ihr euch das einfach in greifbare Nähe. Und ich sehe gerade, hier ist noch ein Token von mir. So dass ihr schnell Zugriff drauf habt. Das könnt ihr beiseite stellen. Hier sind die Minions alle drin, hier sind die Lootkarten alle drin. Die braucht ihr da nicht separat zu sortieren. Ihr könnt einfach die Box mit hinstellen und ja. Wir starten übrigens in den Crimson Sands. Ich habe hier mal jetzt den Standy einfach hingelegt, damit ihr das besser sehen könnt. Dann bekommen wir noch zwei Salve-Tokens, damit wir nicht gleich aus den Latschen kippen. Wir starten mit 35 Leben, anstatt der üblichen 50, wenn man das nochmal gegeneinander spielt. Nehmen wir hier die 35, wenn man das auch ganz gut sieht. Zwei Combat Points und wo ist der Rest hier? 15 Gold, das legen wir auch mal der Übersicht halber einfach hier hin, das schieben wir ein bisschen höher. Hier sind unsere Würfel. Ja, was brauchen wir noch? Wir haben hier einmal, na komm schon, 1, 2, 3, 4 und 5. Die 5 Würfel für die Minions. Das sind meine 4 und ein Loot-Die bekommt ihr natürlich noch, womit ihr den Loot auswürfeln könnt, wenn ihr welchen kriegt, wenn ihr zum Beispiel hier oder bei einem Minion Loot bekommt. Das haben wir hier unten. Ja, ist viel, viel Material, aber wenn es noch aufgehen würde, wäre das noch schöner. So, das ist dann die Loot-Table. Sobald ihr, die passende Farbe hier, grün, blau, lila oder ja, lila oder orange, könnt ihr auf der Loot-Tabelle würfeln und ja, bekommt dann ein bisschen was, was euch später helfen kann. Das packen wir so lange beiseite, das holen wir rein, wenn wir es brauchen. Ja, und wir nehmen aber einen etwas anderen Loot-Würfel. Wir nehmen den Obsidianstein. Ist ein spezieller Würfel, den gab es bei Dice Throne mal. Ich glaube, den gibt es auch momentan noch. Der ist halt limitiert auf, glaube ich, 100 Stück. Gibt es in 3 verschiedenen Varianten. Ich nehme den etwas schwereren hier. Den packen wir auch nochmal hier hin. Ja, und dann können wir eigentlich schon in den Crawl starten. So, dann würde ich mal sagen, stürzen wir uns ins Abenteuer. Hier sind meine Tokens. Hier ist alles soweit verteilt. Die Leben haben wir, Combat Points haben wir.
Ich ziehe schon mal ganz normal meine 4 Startkarten. Das packen wir nochmal mit hier hin. Das ist, wie gesagt, ein bisschen eng hier, aber das kriegen wir hin. 1, 2, 3, 4. Damit können wir doch schon mal arbeiten. Und ja, dann würde ich sagen, beginnt die Reise. Wir haben natürlich jetzt am Anfang nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt, wir haben jetzt erstmal, also was wir in der Move- und Explore-Phase machen könnten, wir könnten erstmal hier Self-Tokens verwenden, um uns zu heilen. Oder ja, zum Wiederbeleben, das funktioniert ein bisschen anders. Dann könnten wir uns bewegen, soweit was aufgedeckt wäre, da jetzt momentan noch nichts aufgedeckt ist. Gehen wir einfach hier ein Feld weiter auf das erste Teil. Und dann beginnt auch schon tatsächlich Explore. Das heißt, wir decken das ganze Ding einfach mal auf und haben die Twisted Vines. Ich halte die mal ein bisschen hoch. Die sagen uns jetzt, wir bekommen ein Gold. Das schreiben wir uns gleich gut. Wir treffen auf einen Level 1 Minion. Und dazu kommt noch, wir bekommen einmal Entangle. Jetzt nicht so schön, aber mein Gott, was soll man machen? Ja, Entangle, Entangle, Entangle haben wir hier. Das packen wir mal hier mit hin. Dann die Goldmünze, die wir gefunden haben, addieren wir mal mit dazu. Und dann ziehen wir uns mal hier wild raus einen Level 1 Minion. Und zwar haben wir den Shadow Archer. Hier seht ihr dann auch drauf, was er alles kann, was er alles macht, was für eine Role Objective er hat, was ihr bekommt, wenn ihr ihn besiegt. Wir fangen erstmal an. Der Shadow Archer startet mit 10 Leben. Ihr habt dazu separate Combat Dials, nur für die Minions. Sind auf der anderen Seite nochmal mit Combat Points belegt. Hier haben wir aber die Leben, die bauen wir mal hier hin. Und wie gesagt, dann der Shadow Archer über, ja, sozusagen AI gesteuert, wie ihr würfeln müsst. Das heißt, ihr würfelt ganz normal 3-mal, wie ihr selber auch würfeln würdet. Und immer wenn ihr dieses Chaos-Token habt, packt ihr das beiseite. Und ja, je nachdem, was ihr hier dann zusammenkriegt, greift er dann an. Eine Defense hat er dann auch noch. Ja, 3 Combat Points hat er noch, das haben wir ganz vergessen. 1, 2, 3 Combat Points. Kann in manchen Fällen essentiell wichtig sein. Wir gehen jetzt auch mal hier drauf auf die Twisted Vines. Und ja, dann fängt auch schon der Kampf direkt an, weil sobald man einen Minion trifft, kommt die Kampfphase. Dann haben wir hier genau Minion Battle Kampfphase. Ich könnte jetzt wieder nochmal Scythe Tokens verwenden, wenn ich sie bräuchte. First Strike ausführen. Es gibt Minions, die haben First Strike, die würden jetzt zuerst angreifen. Das haben wir hier nicht. Das ist ein ganz normaler Shadow Archer. Das heißt normal. Dann würde der Hero Step kommen. Das heißt, wir machen eine komplette Runde, wie wir sie aus Dice Throne kennen. Also es gibt hier keinen Startspieler Malus, in dem ihr einfach anfangen müsst. Wir fangen direkt an mit einem Combat Point und einer Karte. Not this time. Gar nicht so verkehrt. Schaden verhindern ist immer gut. Dann, was machen wir denn? Ich habe auf jeden Fall erstmal hier ein Enlightenment. Das ist die Promokarte. Da würfel ich einmal mit einem sechsseitigen Würfel von Meyer. Und ja, bei einer 6 würde ich dann ein bisschen was bekommen. Nein, das ist nicht der Fall. Aber die kommt beiseite und wir ziehen einfach eine neue dafür. Dann haben wir Getting Paid. Das ist sehr schön. Kriege ich mal noch weitere 2 Combat Points. Und dann... Ach, gebe ich einfach gleich mal 3 aus. 1, 2, 3. Um einmal mein Meditate zu erhöhen. Von Stufe 1 auf Stufe 2 kostet mich 2 Combat Points. Ja, ich würde 6 Chi bekommen, was mir gerade nicht so viel hilft, weil ich momentan ein Limit von 5 habe. Evasive und Cleans. Das ist natürlich
nicht verkehrt. Und ich kriege noch einen Zen-Strike dazu als ja, zweite Option. Und den Tempest Rush legen wir mal auf Level 2. Das kostet uns einen Combat Point. Ja, und dann würde ich sagen, greifen wir ihn mal an. Ich lege das mal hier hin. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Darf nicht vergessen, dass ich nur zwei Würfe habe diese Runde. 2, 3, 4, 5. Das wäre eine Straight. Die wäre auf jeden Fall sicher. Meditate wäre auch sicher. Dann kommen, gehen wir mal hier 2, 3, 4, 5 auf die Straße. Straße oder Meditate? Das ist natürlich jetzt die Frage. 6G, da könnte ich. Wie viel Schaden macht der? Ich glaube, wir fangen erstmal defensiv an. Und zwar aktivieren wir unser Meditate. Dann kriegen wir eigentlich 6G. Ich habe leider nur Platz für 5, also kriegen wir 5G. Zweimal gewürfelt hatten wir auch, das heißt, das Entangle kommt weg. Dann bekomme ich noch einmal Evasive und einmal Cleanse. Das ist sehr schön. Dann kann das beiseite. Ja, dann wäre ich mit meinem Step fertig. Jetzt kommt der Shadow Archer dran. Bei dem ist das ein bisschen einfacher. Wir bauen das hier mal wieder so lange auf während des Kampfes. Und zwar, die Roll Objective sagt, er muss Chaos Token sammeln. In dem Falle nimmt ihr einfach die beiden Chaos Token, packt sie beiseite und würfelt die anderen nochmal. Er hat halt auch drei Würfe, wie jeder Spieler auch. Das sind schon mal. Das war der dritte Wurf. Und dann sehen wir hier, für vier Stück macht er 7 Schaden. Und wenn er drei gleiche hätte, würde er noch Silence mir geben. Silence sagt einfach, ich kann keine Straights würfeln für eine Runde. Bei mir jetzt nicht ganz so dramatisch. So, und wir verteidigen uns natürlich gegen 7 Schaden. Dann schauen wir doch mal. Auf jeden Fall machen wir ihm schon mal 2 Schaden. 1, 2. Ne, halt andere Richtung. Damit ist er auf 8. Wir bekommen 2x Chi. Das heißt, wir geben erstmal 2x Chi aus. Das habe ich doch tatsächlich 6 genommen. Geben 2x Chi aus, um schon mal 2 Schaden zu verhindern. Dann bekommen wir die anderen beiden Chi, sind wir wieder bei 5. Und ja, komm, dafür haben wir es ja geholt. Gehen wir die letzten Chi auch aus und machen das Ganze auf 0. Ja, das war dann der Step. Dann bin tatsächlich ich schon wieder dran. Ich kriege einen Combat Point, ziehe eine Karte. Ja, das nehmen wir doch natürlich auch gleich mit. Die Serenity auf Stufe. Oh, ich merke gerade, ich habe mit einem zu viel gewürfelt. Ist jetzt noch nicht ganz so dramatisch. Serenity Stufe 2. Jetzt habe ich 5 Würfel. Das kann einfach mal vorkommen, wenn man das hier aufzeichnet, dass man einige Sachen kurzfristig überseht. Nehmt mir das nicht übel. Wenn ihr was seht, schreibt das einfach unten in die Kommentare, wenn ich wirklich einen richtigen Fauxpas mache. Oder auch wenn ihr Fragen habt, einfach unten in den Kommentar rein. Da zu euch. Ja, so, das. Dann versuchen wir jetzt mal unserem Archer die letzten 3 Schaden zu verpassen. Oder generell erstmal richtig Schaden zu machen. So, 1, 2, 3. Dreimal die Faust. Ist natürlich wieder die Frage, ne? Was nehmen wir? Nehmen wir noch einen Combo Strike, nehmen wir den Zen Strike, würden wir wieder 2 Chi bekommen und 6 Schaden und hoffen, dass er keinen verhindert. Ha. Schwierig, schwierig. Aber ich würde tatsächlich gern erstmal probieren, den Combo Strike zu aktivieren. Jupp, und zwar genau so.
Damit haben wir hier den Combo Strike, der macht 6 Schaden und wir würfeln noch einen Würfel hinterher. 6 Schaden plus eine Faust dazu sind wir bei 8 Schaden. Ja. Tod kriegen wir damit leider noch nicht. Er verteidigt sich mit 3 Würfeln und verhindert 3, das heißt er kriegt 5. 7, 6, 5. Ja, aber wir haben ja noch Evasive und Cleanse, das kriegen wir schon hin. So, damit ist der Minion schon wieder dran. Und sammelt wieder seine lustigen kleinen Chaos-Token. Jupp, 3 Stück, das sind aber leider 3 Vieren, das heißt, ich kriege einmal diesen lustigen Silence hier. Können wir nochmal genau gucken, was der macht. Hier habt ihr auf der Rückseite die Übersicht. Mit allen Token, die es in diesem Spiel, also in Dice Run Adventures gibt, wo alles nochmal draufsteht. Hier sind zwar auch Token direkt von den anderen Charakteren, die ihr schon in Season 1 und Season 2 habt. Ja, und Silence sagt, ich kann keine Small oder Large Straight aktivieren. Ja. Ja, ne, dann... Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommen jetzt erstmal hier 6 Schaden angeflogen. Da würde ich doch tatsächlich gerne mal mich gegen verteidigen. So, damit kriegen wir schon mal 3 Chi-Token. 1, 2, 3. Machen keinen Schaden zurück. Aber 6 Schaden ist natürlich... Ach komm. Ja, die brauchen wir ja auch noch. Wir benutzen einmal Evasive und schauen, ob wir dem Ganzen ausweichen können. Das heißt, wir brauchen eine 1 oder 2. Nein, natürlich nicht. Dann nehmen wir das doch ein bisschen anders und machen Not This Time und verhindern einfach mal 6 Schaden, damit wir auf 35 bleiben. Ja, und dann sind wir tatsächlich schon wieder dran. Einmal, zweimal. Das behalten wir jetzt erstmal. So, wir können keine Straight würfeln, das heißt, wir sollten schleunigst irgendwas anderes, was ja, mindestens 8 Schaden macht, kriegen. Ja. Würde ich fast behaupten, wir gehen mal auf den First Strike. Ja, oder den Combo Strike jetzt natürlich. Ne? Das würde natürlich, da würden wir sogar auf 9 kommen. Ja. Dann machen wir das doch einfach. Wir nehmen den Combo Strike wieder. 6 Schaden plus ein Würfel. Für eine 5 bekommen wir 2 Chi dazu. Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Die packen wir erstmal separat beiseite. Dann darf er sich verteidigen mit 3 Würfeln. Schauen wir mal, ob es reicht oder ob wir da noch mal ein bisschen was zupacken müssen. Er verhindert 3 Schaden. Ja, dann nehmen wir doch nochmal von den 6 Schaden, die wir ihm machen. Geben wir nochmal 2 Schaden extra über unser Chi dazu. Das können wir nämlich verwenden, um den Angriff zu verstärken. Außer in der Runde, wo wir es gekriegt haben. Deswegen habe ich hier unten die, die ich schon hatte und die, die ich gerade gekriegt habe, hingepackt. Ja, damit haben wir den tatsächlich weg. Er stirbt. Und dann geht es weiter zum Loot. So, das Silence ist hier übrigens auch weg. Hier bleiben die Token liegen, die Runde ist vorbei, das heißt, die gehen alle zusammen. Dann schauen wir doch mal, was uns der Loot bringt. Ne? Hier nochmal, Reward Level 1. Ändern die Leiste und wir bekommen ein Leben. Naja gut. Die Sache ist auch, im normalen Dice Throne könnt ihr ja auch bis zu 10 Lebenspunkte über euren Startwert kommen. Das hat sich bei Adventures auch nicht geändert. Das bleibt das gleiche. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das ist die Frage, ob wir jetzt erstmal noch den einfachen Weg nehmen, vielleicht den anderen, das andere auf dem Rückweg machen. Oder denn wenn man alles aufdeckt, kann man hier so ein Kampagnen-Sheet ausfüllen und Punkte sammeln, bis ihr durch seid, ist kein Muss, kann man machen, ist halt eine nette Idee, dass man das mehrfach durchspielt mit
den anderen Konstellationen und versucht immer einen größeren Highscore zu kriegen. Ja, das liegt übrigens dann auch mit bei. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal einfach an und gehen hier hoch. So. Emerald Coast. Ein Combat Point für mich. Jupp. Und dann haben wir alle Statuseffekte von einem Helden entfernen, der mindestens einen Statuseffekt hat. Ja, das wäre dann ich. In dem Falle haut das all meine G-Token weg und mein Cleanse. Die Scythe-Tokens sind davon nicht betroffen, die bleiben einfach liegen. Ja, und wir kriegen den nächsten Level 1 Minion. Wir greifen mal hier rein. Alle hepp. Den Lizard Mage kommt auch wieder daher mit 10 Leben. Shit. Die haben wir hier. Dann bekommt er 2 Combat Points. 1, 2. Zack. Ja, hat kein First Strike, das heißt, ich fange wieder ganz in Ruhe an. Dann nehmen wir doch mal eine Karte und ein Combat Point. Spielen erstmal Vegas Baby, um uns noch ein bisschen CPs zu holen. Na, wo ist hier alles hin? Boah, eine 6 ist schon mal ganz schön. Das gibt uns 3 Combat Points. 1, 2, 3. Dann, ja, jetzt nehmen wir den mit. Wir haben jetzt zweimal aktiviert. Der Combo Strike auf Level 2. Ich weiß, man sieht nicht alles. Ich bin hier platztechnisch ein bisschen begrenzt momentan. Ja, und dann würde ich mal behaupten, wir greifen an. Hopp, hier geblieben. So, 4, 5, 6. Was haben wir hier noch? Nichts, was uns weiterhilft. Das heißt, wir behalten erstmal die beiden. Ich würde dann gerne nochmal versuchen, einen Combo Strike auszuführen. Wir probieren weiterhin einen Combo Strike auszuführen. Nein, da kommt ein ganz normaler First Strike. Das sind 7 Schaden für den Lizard. Die packen wir beiseite. Defense 3. Er würde für jeden Chaos, den er würfeln würde, einen Chaos-Token kriegen. Er hat Gott sei Dank keinen gewürfelt und macht dementsprechend auch keinen Schaden zurück. Das heißt, er kriegt erstmal 7. Das heißt, er ist nur noch auf 3. Und darf jetzt selber angreifen. Er hat als Roll Objective 2 Chaos und eine 6. Ungefähr so, damit ist er schon fertig. Das heißt, er würfelt jetzt einen weiteren Würfel. Das ist eine 4. Dafür kriege ich einmal Blind. Was natürlich nicht so schön ist. Und macht 6 Schaden. Dann versuchen wir das da doch mal ein bisschen zu verteidigen gegen. Naja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall die 6 Schaden. So, das heißt, wir gehen auf 30, aber machen auch tatsächlich 4 Schaden zurück. Das reicht, um ihn gleich mal hier auszunocken. Der kann dann wieder weg. Hier kriegen wir wieder einen grünen Loot. Holen wir alles doch hier wieder zusammen. Hier ist die Loot Table. Grün. Und eine 10. Jetzt diesmal kriegen wir 2 Leben. Naja, gut, weil wir brauchen auch schon Gold. Ist ja überbewertet. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter. Ja, und dann geht's jetzt hier rüber. Der Lonely Shrine. Was sagt er denn? Ich kann eine Ability Upgrade von meiner Hand kostenlos spielen, die 2 oder weniger kostet. Das finden wir doch immer gut. Haben wir denn da was? Ja, den First Strike Level 3.
Dann haben wir den auch von der Hand. Dann kriegen wir wieder ein Level 1 Minion. Das ist der Chaos Elf. Auch, ist ja auch passend hier zu der Umgebung. Ja, der Chaos Elf kriegt ein Combat Point. Einmal dann bekommt er wieder 10 Leben. Und ja, ich darf anfangen. Dann nehmen wir uns mal hier den Combat Point. Kann es sein, dass ich gerade hier den Dings vergessen habe? Ja, ich würfel den nochmal rückwirkend. Ja, wäre nichts passiert. Gut, wir müssen nicht wieder alles zurückbauen. Haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, dann Combat Point, Karte. Oh, noch ein Upgrade. Man kann ja nie genug haben. Dann nehmen wir hier Fist of Tranquility. Upgraden diese. Und ja, würde ich sagen, schauen wir mal, was der Minion so aushält. Das sind ziemlich viele Sens. Die brauchen wir aber irgendwie gar nicht. Weil am liebsten würde ich ja gerne ein bisschen Schaden machen. Ach, wir würfeln einfach alle nochmal. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Wir bleiben doch einfach beim Meditate. Nehmen uns die 5 Chi. Nehmen uns Evasive und das Cleanse. Und dann ist der Minion dran. Der hat als Roll Objective Straits. Da schauen wir uns mal an, wie die dann funktionieren. So, und zwar behält er die 2 und die 3 für den Anfang einer Straße. Dann 2, 3, 4 und dann würfelt er nochmal. Bleibt bei 2, 3, 4. Das ist eine sogenannte Micro Straight mit 3 aufeinanderfolgenden Zahlen. Da gibt es noch die Small Straight, das wären 4 aufeinanderfolgende und die Large Straight. Micro Straight gibt es auch nur bei Minions, ja, also bei einigen, noch nicht bei allen. Ja, 4 Schaden verteidigen wir uns mal dagegen, würde ich sagen. Dann benutzen wir erstmal 3 G-Token, um 3 Schaden zu verhindern, bevor wir dann die 3 neuen kriegen. Das heißt, wir nehmen einen Schaden und geben ihm erstmal 2 zurück. Damit haben wir den schon mal auf 8. Und ja, dann sind wir wieder dran. Können wir gleich so liegen lassen. Karte und Combat Point. Dann spielen wir einmal Triple Up. Und ziehen einfach 3 Karten. Kostet uns 2 Combat Points. Ja. Haben wir ein bisschen was, womit wir ein bisschen Unsinn machen können. So, dann versuchen wir mal die 8 Schaden da rein zu würgen. 9, er könnte die Hälfte verhindern. Nee, das ist ein bisschen... Oder wir versuchen einfach, ihm einen Knockdown zu geben. Oder den Combo Strike. Ich probiere jetzt erstmal noch, ob ich vielleicht noch eine 2 würfel. Dann würde ich ihm nämlich einen Knockdown geben und 8 Schaden machen. Oder wir bleiben beim Combo Strike. Ja, dann bleiben wir beim Combo Strike. Da würfeln wir wieder 2 Würfel. Das sind jetzt 5 Schaden plus insgesamt 4 Chi würden wir bekommen. Wir haben ja schon 5, das heißt, ich würde 4 ausgeben, um aus den 5 Schaden 9 Schaden zu machen. Dann darf er sich gegen die 9 verteidigen. 4 Würfel. Ja. 9 Schaden. Dann kriegt er leider nur noch 4. 1, 2, 3, 4. Denn er verhindert die Hälfte. Und das wird aufgerundet. Das heißt 4,5. 5 verhindert er, 9 kommen. Also 4. Ja, und dann darf er gleich schon wieder. Wir haben hier wieder genug Chi. So, Straits immer noch.
3 und die 5 bleiben. Die 1 kommt weg, also 1 und 6 bleiben nur bestehen, wenn die zur Straße zusammenpassen. Allein einzeln bleiben die nie liegen, genau wie wenn ihr jetzt hier so 1, 2 hättet und die Straße mit noch nicht fertig wäre, bleibt die 1 auch nicht drin. In dem Fall bleiben wir hier bei 3 und 5. Dann haben wir hier 2, 3, 4, 5. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen doof. Und ja, warum auch nicht? Eine große Straße, da bekomme ich einmal Barbed Vine. Da kriege ich Schaden, wenn ich meine Angriffe würfel. Und ja, dann kommen da 8 Schaden angeflogen. Ja, wir probieren erstmal Evasive. Funktioniert, das ist schön, das heißt, wir kriegen schon mal keinen Schaden. Dann machen wir noch, war eigentlich der falsche Würfel, hat jetzt keiner gesehen. Dann nochmal Defense, dann kriegt er nochmal einen zurück. Und ja, für das andere bekomme ich leider nichts. Und dann gehen wir in die, die Base haben wir ausgegeben. Mit dem Cleanse machen wir mal das Barbed Vine hier weg. Und greifen mal an. So, ich kann die Hälfte verhindern, das heißt, wir sollten mindestens 6 machen. Hiermit haben wir schon, 8. Mit dem zusammen sind das 9. Er verteidigt sich nochmal. Ja, und nimmt auch alle 9. Damit ist er weg. Das ist schon mal schön. Wir kriegen wieder einen grünen Loot. Und jetzt die Loot Table, den Würfel bei einer 11. Jetzt kriegen wir einmal Gold. Sind wir bei 17. Das ist hier bei 0. Ja, und würde ich sagen, stolzieren einfach gleich mal weiter zum nächsten. Da haben wir den Stained Altar. Das heißt, wir kriegen 2 Gold und würden einen grünen spawnen oder wir würden 2 Schaden kriegen und ein benachbartes Feld erkunden, aber wir wollen ja ein bisschen Gold und ein bisschen Kampf haben. Das heißt, wir nehmen den hier und bringen dann nochmal hier einen Wandering Ronin. Das ist dann einer, der hat tatsächlich First Strike, das heißt, er darf zuerst angreifen. Ja, 2 Combat Points. Und haben wir noch 8 Leben natürlich. 8. Und ja, dann darf der doch gleich mal hier loslegen. Und der hat als Roll Objective einfach nur die Claws hier. 1, 2, 3, 4. Bei 4 of a Kind würde er Backstrike kriegen, hat er aber nicht. Also kommen da 7 Schaden angeflogen. Das finde ich jetzt gar nicht so toll. Wo sind meine Würfel? Da. So, 2 gebe ich zurück. 1 Chi kriege ich. Dann benutzen wir doch mal die anderen Chi mit dazu, dass wir insgesamt 6 Schaden verhindern und kriegen dann nur 1. Das ist schon mal gut. Und er kriegt 1 zurück. Und dann sind wir auch schon dran. Wir kriegen einen Combat Point, eine Karte. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen bunt hier. Ich habe irgendwie viel zu viel Upgrades. Ich würde gerne mal was anderes ziehen. Was haben wir hier noch? Ja, schauen wir mal. Gut, dann greifen wir ihn mal an. Ich würde ja gerne mal so einen Tempest Rush haben. 1, 2, 3, 4... Behalten wir mal die kleine Straße. Jetzt macht natürlich auch der Tempest Rush wieder. Ach, wir haben ja noch ein bisschen was auf der Hand. Jupp, hier haben wir dreimal den Palm und machen dann den Tempest Rush. Dafür würfeln wir 3 Würfel
Und das Ganze, was wir zusammengewürfelt haben, kriegt er als Schaden. Das sind insgesamt 10. Ach, der kann auch schon wieder die Hälfte verhindern. Das ist ja schon wieder... Ach, Quatsch. Naja, schauen wir mal. 10 Schaden fliegen auf ihn zu und er... Ach, der macht nur halben Schaden, was er würfelt, zurück. Na, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Dann kriegen wir 2 Schaden. 1, 2... Ja, ich kenne halt auch noch nicht alle Minions hier drin. Dann geht der hier weg. Wir kriegen wieder ein grünen Loot. So, Tabelle wieder. Und einmal grün. 10, das kennen wir ja inzwischen. Dann sind wir wieder auf 30. Ja. Also wieder hier ein bisschen gerade rücken. So, und dann gehen wir hier runter und haben unser erstes Puzzlestück, um das Portal freizuschalten. Nummer 1. Und dann kommen wir Cascade Cliffs. Remove all status effects from active player and draw one. Gut, Status-Effekte habe ich nicht, das heißt, ich ziehe eine Karte. Und wir kriegen einen neuen Level 1 Minion. Das ist einmal die Fee. Die kommt mit 9 Leben daher. Und 2 Combat Points. Sollte ich vielleicht mal alles nicht so weit wegpacken. Und First Strike natürlich, wenn dann richtig. So, was hat ihr denn? Micro Straight, Small Straight, Large Straight. Dann gucken wir doch einfach mal, was passiert. So, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Das heißt, sie macht 5 Schaden. Ja, wir müssen ja selber auch noch würfeln. Serenity Stufe 2. 5 Schaden. Wir bekommen 2 Chi. Und 5 Schaden, 2 Chi. Und geben 2 Schaden natürlich zurück. Damit ist sie auf 7. Wir gehen dann mal runter auf 25. Ist noch alles im Rahmen. Und dann greifen wir noch nicht an. Erstmal nehmen wir natürlich unsere Karten. So, 4. Okay, damit kann ich auch arbeiten. So, dann schauen wir mal. Ja, sie kann bis zu 3 Schaden verhindern, das heißt, wir sollten vielleicht nochmal 10 machen. 3, 4, 5, 6. Das ist schon mal ein guter Start. 3, 4, 5, 6. Ja, dann haben wir einmal Fists of Harmony, 6 Schaden und wir bekommen 2 G. Dann gucken wir mal, ob sie was verhindern kann. Ja, das reicht. Dann behalten wir diese 6 Schaden. Hälfte sind dann 3. 1, 2, 3. Und ja, dann darf die Fee wieder rumtouren. So, 1, 2. Dann bleibt das hier liegen. 2, 3, 4, 5, 6. Große Straße. Hä? Madame klaut mir einen Combat Point. Und macht 6 Schaden. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt da 3 vielleicht entgegenwirken können. Ne, 1. Ich bekomme 3 Chi. 6 Schaden, 3 Chi. Das heißt, ich gebe 2 aus, um 2 Schaden zu verhindern, bekomme dann 3 Chi zurück. 6, also 4 Schaden. Ja, so langsam sollte ich mir mal was überlegen. Jetzt tut es dann doch irgendwann weh. Ja, und sie kriegt 1 zurück. Und dann darf ich wieder Karte
Commit Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also langsam wird es ein bisschen eng auf der Hand, aber das kriegen wir gleich noch hin. Ja, dann lassen wir doch einfach gleich hier den Tempest Rush stehen und machen ganze 4 Schaden. Ein gutes Pferd springt auch immer nur so hoch, wie es muss. Das reicht nämlich, weil sie kann nur die Hälfte verhindern. Ach nee, sie kann 3 verhindern. Ach, guck mal, habe ich das gerade ein bisschen falsch gemacht, aber gut. Quatsch hatte ich ja nicht. Ich hatte ja nur 6 gemacht. Ja, alles klar. Dann machen wir 4 Schaden, sie könnte 3 verhindern. Ja, dann lassen wir sie doch nochmal 3 verhindern. Dann geben wir noch ein Chi aus, um da noch einen drauf zu packen. Und damit ist sie dann weg. So, wir kriegen wieder unseren schönen Loot. Mit einer 13 bekommen wir wieder ein bisschen Gold. Und ja, würde ich sagen, gehen wir doch mal weiter. So. Langsam wird's. Kommen wir in die gefährliche Region. Der Dornbusch. Wir würfeln einmal. 1 bis 2 müssen wir einen positiven Status-Effekt wegmachen. Bei 3 bis 4 bekommen wir Barbed Wein und bei 5 bis 6 gibt's Gold. Ja, dann versuchen wir doch einfach mal eine 5 oder eine 6 zu würfeln. Natürlich nicht. Dann einen positiven Status-Effekt. Stört uns jetzt auch nicht ganz so, Gott sei Dank. Und wir bekommen den Ogrom Warrior. Auch wieder, der sammelt auch schon wieder Straits. Sehr eintönig gerade. Hat keine Combat Points, das ist natürlich interessant. Dann gucken wir mal, wie wir gleich gut ein bisschen Knockdown auf ihn drauf kriegen. Aber erstmal muss ich eigentlich 1, 2, 3, 4. Ich musste vorher noch eine Karte verkaufen. Die What Status Effects haben wir letzte Runde vergessen zu verkaufen. So, dann jetzt aber Combat Point und Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so ausrichten können. 1, 2, 1, 5, 6. Ja, 9 Schaden, was kann er denn? Ja, er kann Schaden verhindern. Aber ich habe da eine kleine Idee, die wahrscheinlich ein bisschen doof ist. Die war sogar sehr gut. Dann haben wir einen Fist Strike mit 4 gleichen. Das heißt, er bekommt auf jeden Fall schon mal Knockdown. Das heißt, er kann schon gar nicht mehr angreifen. 9 Schaden fliegen auf ihn zu und 4 Stück zur Verteidigung. 9, 1, 2, 3. Einen gibt er zurück, da sind wir auf 20. Und 3 verhindert er, das heißt, es sind nochmal 6. 3, 4, 5, 6. Ist er auf 4. Vorteil ist jetzt natürlich, er ist einfach gar nicht dran. Also er startet seine Runde, gibt den Token hier ab, weil er keine Combat Points hat. Weil er müsste 2 bezahlen. Ja, und dann kann ich im Grunde gleich weitermachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich musste natürlich noch den letzte Runde spielen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt haben wir schon wieder 7. Ja, und dann würde ich sagen, greifen wir doch mal wieder an. Ach, wir können mal so langsam ein bisschen Sechsen sammeln. 1, 2, 3. Das ist schon mal gut. Ja, da hätten wir Way of the Lotus. 2 Undefendable Damage, wir bekommen 2 Chi und
ein Evasive und dann nehmen wir noch einfach zwei von den G-Token, die wir schon hatten. Und ja, machen daraus 4 Schaden, das bleibt dann weiter undefendable. Damit haben wir den auch schon weg. Kriegen wieder grün Loot. Und zwar gibt es diesmal... Oh, ein Damage Modifier. Wo ist er? Hier. Nein, der nicht. Hier einmal ein 2er Damage Modifier. Schon ganz praktisch. Dann spielen wir noch, bevor wir es verkaufen, Contemplate. Damit kriegen wir 2 G. Das heißt, das haben wir auch voll. Und ja, dann geht's gleich weiter. Ich hätte eigentlich die Loot-Table auch gleich liegen lassen können, denn wir sind jetzt erstmal hier auf dem Loot, den grünen. Eine 8. Wir ziehen eine Karte. Ist schon mal ganz gut. Dann kommt hier der blaue. Die Pillars of Salt. Sagt, wir spawnen einen grün, nee, einen, sag schon, einen blauen oder alternativ würfeln wir ein, bei 1 bis 3 kommt ein Level 3 Minion und bei 4 bis 6 bekommen wir Gold. Och, warum nicht? Dann nehmen wir halt einen Level 3 Minion, wir wollen mal langsam ein bisschen hier auf die Mütze geben und mal ein bisschen mehr zeigen. Level 3 Minion. Oh, eine von den Promokarten auch ganz schön noch. Einmal die Chimäre. Die muss ich selber mal gucken. Die kommt mit 20 Leben und 4 Combat Points daher. Und ja. Das ist natürlich schön. Die erkläre ich gleich mal, was die so alles kann. Klingt nämlich ja, sehr gruselig. 20 Leben. Aber sie gibt auch ein Level 4 Reward. Das wäre natürlich sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein Loot. Und First Strike hat sie nicht. Wir sind gut aufgerüstet. Dann würde ich sagen, versuchen wir es doch mal. So. 3, 4, 5, 6. Schauen wir mal. Ich überlege mir das noch. Ah, ich kann ja Tempest Rush nochmal machen, ne? Nee. Ich hätte gerne lieber die 2. Gut, dann bleiben wir bei Fists of Harmony. Das ist die 3, 4, 5, 6 ist die kleine Straße. Da pumpen wir auf jeden Fall 2 Chi rein, weil wir 2 neue kriegen. Das heißt, dann sind da schon mal 8 Schaden. Und die Chimäre darf sich verteidigen mit einem Würfel. Die macht Poison, das ist natürlich sehr ungeil. Da macht sie 1 Schaden zurück. Dann sind wir bei 19. So, kann ich noch irgendwas machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich kann mal wieder was verkaufen. Die Transference. Sind wir hier bei 6 und die Chimäre ist dran. Die hat das Roll Objective. Einfach nur 6. Eine hat sie. Damit hat sie 3. So, 3 Undefendable Damage und einmal würfeln, dann gibt es noch ein bisschen was extra. Bei einer 4 kriege ich noch einen Knockdown dazu. Ich nehme einfach mal meinen hier. Und 3 undefendable. 1, 2, 3. Ja, dann bin ich tatsächlich schon wieder dran. 7 Combat Points und Karte. Erstmal spielen wir hier Fists of Harmony. Gibt es ein bisschen mehr Chi. Dann hier haben wir genug davon. Dann bezahlen wir erstmal 2. Um das Knockdown wegzukriegen.
Und dann versuchen wir mal ein bisschen Schaden zu machen. Achso, habe ich irgendwie vorhin vergessen, den Schaden zu geben. Ja, sie hat ja 8 Schaden bekommen. Kleine Straße, ja, mit 2 da drauf, waren 8. Dann versuchen wir das Ganze doch jetzt nochmal zu toppen. Na los, komm. Und zwar mit einem Combo Strike. Der macht momentan 5 Schaden. Damit sind wir bei 10 Schaden. Weil, kannst du ja mal zeigen. Für eine Faust gibt es 2 Schaden dazu, für einen Palm gibt es 3 Schaden dazu, macht 5 dazu, sind wir bei 10. Plus den Attack Modifier sind wir bei 12. Damit kriegen wir sie tatsächlich schon down, aber kriegen jetzt natürlich nochmal einen zurück. Einen Schaden von der Defense. Und dann, ja, geht es wieder zurück ins Loot. Diesmal auch hier unten auf jeden Fall eine Loot-Karte. Bei einer 12 haben wir eine Rare, die greifen wir doch mal hier blindlings raus. So, wie sortieren wir das am besten? Hier packen wir Common Cards hin. Hier Rare, hier Epic, hier Legendary. Also kommt die so lange hier hin. Die bleibt auch noch weiterhin unidentifiziert. Die müssen wir erst identifizieren. Das kommt in der Shop-Phase. Ist noch ein bisschen hin. Ja, die kommt weg. Und ja, bisher sind wir doch gut durchgekommen. Dann gehen wir doch einmal eine Etage tiefer. Hier haben wir nämlich das nächste Stück, was wir brauchen, um das freizuschalten. Dann haben wir hier die Lonely Stager. Was sagt die? Ein Level 2 Minion und ich darf nach einer Upgrade-Karte, die 2 oder weniger kostet, und sie ins Spiel packen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendeine Upgrade-Karte hier drin habe, so wie das hier aussieht. Nö, natürlich nicht. Da sind nur noch kleinere drin oder eine größere, die kann ich nicht raussuchen. Schade eigentlich. Dann ziehen wir doch mal hier ein Level 2 Minion, die Horned Harpier. Die kommt wieder mit First Strike, die sammelt wieder ganz, oh, die hat auch noch Undefendable. 3 Combat Points, 10 Leben. Ja, und gibt Level 2 Reward und halt hat, wie gesagt, First Strike. So, dann 3 davon und ja, ganze Map ist schon ein bisschen erschüttert. Ja, dann gehen wir doch mal in den Kampf. Sie greift zuerst an. Dann haben wir schon mal 2. Dann haben wir 4. Das wären 5 an Defendable. Das ist langsam ein bisschen kritisch, aber ich würde jetzt tatsächlich mal Evasive benutzen. Ja, dann nehmen wir doch hier noch die 5 Chi, um 5 Schaden zu verhindern. Versuch was wert. Und dann sind wir dran. Einmal die 5. Einmal eine Karte. 7. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann würde ich sagen, probieren wir es doch mal. Wäre natürlich die Frage, ob wir einen Tempest Rush darauf machen oder natürlich vom Schaden her mit fast am besten. Ja. Ja, oder ein Meditate, womit wir irgendwie gerade noch nichts anfangen können. Was haben wir hier noch? Den lassen wir liegen. Hier probieren wir es nochmal. Dann spielen wir einmal ein. Wo ist es? Tip It
und drehen mal eine 4 auf eine 3, damit wir den Tempest Blush haben. Und versuchen jetzt so viel Schaden wie möglich zu machen. 4, 4, das wären 11. Das wären schon mal 11. Ja. Dann 3 Würfel für die Horned Harpie und sie verhindert die Hälfte. Das heißt, sie verhindert 6, damit kriegt sie nur 5. 6, 5. Na, haben wir zumindest die Hälfte schon mal geschafft. Und dann darf die Harpie natürlich hier wieder. Kommt sie mit 6 undefendable daher. Das ist natürlich, das tut natürlich sehr weh. Dann gehen wir mal 3 aus und holen uns 5 G, die wir dann zum Schaden verhindern verwenden. Dann kriegen wir nur 1. Dann sind wir bei 14. Und ja, dürfen wir dann tatsächlich auch gleich schon wieder. 2. Bringt uns jetzt leider nichts. So, 5 Schaden kriegen wir doch bestimmt noch irgendwie unter. 1, 2, 3. Da komme ich nur auf 9 und Knockdown ist natürlich ganz schön wenig. 6, 3, Chi. Ich brauche irgendwas, was richtig Aua macht. Aber das sieht wahrscheinlich sehr schlecht aus. Na gut, dann bleiben wir einfach beim Combo Strike. Ja, wir bleiben beim Combo Strike. Der hat vorhin schon mal ganz gute Dienste erwiesen. Und jetzt kriegen wir ein Evasive. Das ist freie Auswahl. Und 3 Schaden oben drauf. Dann sind das 8. Vielleicht kommt ja einfach mal kein Chaos. Doch, natürlich. 8, Hälfte verhindert 4, damit ist sie bei 1. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch jetzt ein Evasive, was uns eventuell helfen kann. Ja, dann ab hier. 2-mal und 3-mal sind 4 Schaden. Sind 4 Schaden. Ja, die nehmen wir jetzt tatsächlich auch mal. 2, 3, 4. Und ja, dann greifen wir wieder an. Erstmal die 3 hier. Einmal das. Und Runde wird jetzt so ein kleiner Angriff reichen. Wie zum Beispiel Way of the Monk. Da kriegen wir nämlich noch 2 Evasive dazu, 1, 2 und 3 Undefendable Damage. Ich zeige es nochmal. Ich hoffe, man konnte sehen. Damit haben wir die Harpie hier auch besiegt. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen Leben kriegen. So, Level 2. Upp. So war es da. 15. 15 gibt uns 2 Gold. 1, 2. So, dann würde ich sagen, holen wir uns tatsächlich mal das letzte Stück. Das heißt, wir gehen. Oder hole ich erstmal. Ich hole mir erstmal 5 Leben. Wir geben ein Self-Token aus. Wir gehen erstmal wieder auf 15. Denn wir kriegen 3 Leben, steht hier unten nochmal, 3 Leben plus 1 pro gefundenen Shard. Da haben wir jetzt schon 2, das heißt, das sind schon mal 5 Leben. Das heißt, wir haben noch 10 in petto. Dann holen wir uns mal das letzte Teil. Wenn ihr euch auch bewegt, alles was schon entdeckt ist, könnt ihr einfach durchlaufen. Das heißt, ihr müsstet nicht Stück für Stück hier wieder durchrennen, sondern einfach oder gleich hier hoch. Wir gehen natürlich hier hoch. Den packen wir hier drauf. Damit ist das Portal freigeschaltet. Da können wir dann gleich hin. Oder wir nehmen die letzten 3 nochmal mit. Das überlege ich mir gleich noch.
So, wir würfeln ein. Bei 1 bis 3 bekommen alle Helden Concussion. 3 bis 5 kommt ein lila Spawn und bei einer 6 gibt es 3 Combat Points. Dann hoffen wir doch mal auf ein schönes Ergebnis. Na ja, gut, da kann ich mit leben. Da kriegen wir einen Concussion. Damit überspringen wir über unsere nächste In-Camp-Phase. Das heißt, wir ziehen keine Karte und kriegen keinen Combat Point. Jetzt nicht ganz so dramatisch. Hand ist voll. Wobei ich wieder bemerke, ich hätte schon wieder eine verkaufen müssen. Schon wieder vergessen. Ja. Das heißt, wir gehen einfach gleich weiter. Das ging jetzt relativ flott. Holen uns den Level 2 Loot. Wenn ich wüsste, wo ich da den Würfel hingepackt habe. So, bei einer 6 bekommen wir auf Blau 2 Combat Points. Ja, wer braucht schon Income Phase, wenn man Combat Points durch den Loot kriegt? Dann hauen wir den beiseite. Und hier haben wir den Pensive Bars. Wir würfeln den Würfel. Bei 1 bis 3 gibt es einen Parasiten. 4 bis 5 heilen wir. 4, bei 6 heilen alle 3 und ich kann für einen Combat Point den Würfel rerollen. Das ist natürlich praktisch. Oder ich würfel einfach gleich eine 4 oder 5. Ja, dann haben wir hier die 5, dann kriegen wir 4 Leben. Das sieht doch schon wieder gar nicht mehr so düster aus. Aber wir kriegen weiterhin noch einen Level 2 Minion. Der hat es ja hinter sich. Ah. First Strike ist jetzt wohl, glaube ich, ja, allgegenwärtig. Der kommt hier mit 5 Combat Points. Und ist es so ähnlich, glaube ich, wie der Shadow Thief. ja. Das ist so ähnlich wie der Shadow Thief. So, er beginnt und am Anfang seiner Runde bekommt er 2 Combat Points. Ich glaube, wir. Habe ich das hier gerade irgendwo in greifbarer Nähe? Ja. Weil sonst wird das, glaube ich, ein bisschen zu viel mit Token. Das verdecken wir nur alles. So. Dann kriegt er diesmal ein paar Combat Points dazu. Und 14 Leben. Ausnahmsweise. Ja, dann darf der gleich loslegen. Das kommt natürlich weg. So, Straßen. 1, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 6. Ist natürlich schön, dass das nicht funktioniert hat. Er kriegt erstmal einen Combat Point, weil er es nicht geschafft hat. Ach, halt, Moment. Die 1 hätte ich nochmal mitnehmen müssen. Dann machen wir das nochmal rückgängig. Bleibt er weiter bei 7. Hat eine Small Straight und die Hälfte als Schaden. 7. Oh. Das ist noch annehmbar. Das sind dann 3,5 aufgerundet 4. Dann probieren wir doch mal was dagegen zu machen. Wir kriegen zweimal Chi und geben ihm einen zurück und kassieren einfach die. Hier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 6, 6, 6, 6. Karte. Combat Point. Und ein IG. Das. Wir greifen einfach mal an und gucken erstmal, was passiert. 1, 2, 3. Da haben wir unseren Palm Strike wieder. Wäre schön, wenn der auch mal 3, 6, das wären 10. Er verteidigt sich mit 4 Würfeln und bei 2 Chaos.
haut er mir ein und bei 2 Sechsen verhindert er alles. Dann klaut er mir halt ein. Packen wir darüber. Und dann sind das 10. Dann sind das 10 Schaden für ihn. Die behalten wir hier noch. Einmal Retour hier. Wir hatten ja Concussion. Schon wieder verdrängt. Ändert jetzt an der ganzen Sache aber nichts. Ich weiß einfach nur, was gleich kommt. So, 10 Schaden. 10 Schaden. Dann. So rum ist viel einfacher. Dann ist er auf 3. Und er ist dran, bekommt 2 Combat Points. Damit hat er schon 10. So langsam könnte es wehtun. Ah, Gott sei Dank ist er nicht in der Defense. Na, die 1 reicht noch nicht. Damit hat das Gott sei Dank nochmal nicht geschafft. Bekommt dafür aber gleich wieder einen Combat Point. Ja, dann gucke ich mal, ob ich ihm jetzt den Rest geben kann. Jetzt kriege ich meine Karte und meinen Combat Point. Und 3. Ach, hier, den könnten wir mal wieder richtig rumdrehen. Da wäre ja hier irgendwas Kleines ganz praktisch. Nochmal die 2 Sechsen. Das ist, wenn man zu gierig wird. 4, 5, 6. Was machen wir denn jetzt damit? Wir machen einmal One More Time. Damit kriegen wir noch einen weiteren Wurf. Aber ich habe noch keine Ahnung, was ich nehmen will. Dann versuchen wir zumindest, dass wir irgendwie beim First Strike 7 Schaden machen. Dann müssen wir jetzt doch hier ein bisschen mal Karten ausgeben. Jetzt kommt ein So Wild. Dann setzen wir den hier auf eine 6. Haben den Way of the Lotus. Bekommen dafür noch 2 Chi. Evasive fällt leider weg. Und dann packen wir noch einen oben drauf für den Undefendable Damage. Und damit haben wir den dann besiegt. Das heißt, wir kriegen wieder ein bisschen Loot. Das kommt beiseite. Wieder blau. Eine 11 gibt es ein Gold. Und der kommt beiseite. Wird eh später wieder sortiert. Ja. Haben wir noch 2 kleine Plättchen übrig. Hier holen wir uns den Scythe-Token natürlich erstmal. Den brauchen wir wahrscheinlich. Das kommt alles hier hin. Wir kriegen erstmal 2 Gold. Sind wir schon bei 25. Dann kommt gleich ein blauer Minion. Und so, ein Held kann ein Scythe-Token wegpacken. Oder er würfelt 1 und kriegt ordentlich auf die Mütze. Ich glaube, da wäre das besser, wenn wir den gleich wieder abgeben. Alles andere sieht ein bisschen kritisch aus bei 14 Leben. Dann haben wir hier einen blauen Minion. Die Viper 12 Leben. 11, 12. Und ja, schauen wir mal. 2 Combat Points. 1, 2, halt, so, 2, wir sind da, und was kann die denn? Poison, also wäre schön, wenn wir jetzt mit einem Wurf 12 Schaden machen. Naja. Ja, das sieht doch sehr vielversprechend aus. Haben wir denn noch irgendwas? Eigentlich ja, aber gut, dann nehmen wir erstmal den Lotus Strike. Das sind erstmal 6 undefendable Schaden plus D4
Die drei, die wir hier noch haben, dann sind das 9. Damit ist sie noch bei 3. Das ist schon mal ganz gut. Die kommen beiseite. Und der Lotus Strike sagt noch, erhöhe dein Chi um 1 und bekomme dann 6 Chi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, da sind wir schon mal gut gewappnet gleich, wenn es richtig rund geht. Dann ist jetzt die Viper dran. Die sammelt ja jetzt nichts Wichtiges. Ja, da hat sie die 6 schon mal und den ersten Strike. Ja. Ja, das reicht natürlich. Wir bekommen ein Poison und 7 Schaden. Dann gucken wir doch erstmal, wie wir uns verteidigen können. Sieben Schaden. Wir kriegen ein Chi, dann benutzen wir tatsächlich alle und machen noch 3 Schaden, 4 Schaden zurück. Damit geht die dann auch weg. Sehr schön. So, das war ein blauer Loot. Eine 6 ist wieder 2 Combat Points. 1, 2. Ja, jetzt müssen wir mal gleich mal gucken, wie wir das da. Achso, ach, ich bin ja noch dran. Haha. Ah, ne, Quatsch, war ja Defense. Nein, ich bin natürlich nicht dran. Dann. Gucken wir uns auch das letzte Stück noch an. Gibt wieder einen blauen Loot. Mit einer 3 bekommen wir einen plus 2 Damage Modifier. Sehr schön. Den packen wir beiseite. Dann kommt der Solar Burst. Wir kriegen nochmal 2 davon. Kommen einen blauen Minion als Gegner. You and your chosen teammate discard one positive status effect and gain blind. Das ist natürlich ein super Tausch. Nicht. Gehen wir jetzt ein Evasive aus, bekommen ein Blind und ja, kriegen noch einen blauen Minion, den Wither Elf, weil es ja Spaß macht. 13 Leben, 2 Combat Points, ja, wo sind die kleinen? 1, 2. Ja, und dann bin ich dran. Erstmal kriegen wir einen Schaden durch das Poison. Einmal. Dann kriegen wir noch einen Commit Point und ziehen eine Karte. 6. Dann, ja. 1, 2, 3. Spielen wir mal Mystic Mantra. Dann kriegen wir ein Chi, Evasive, Cleanse und Knockdown für den Gegner. Einmal. Zweimal, dreimal. Dann kann ich da noch irgendwas mit verändern. Poison kriegen wir noch weg. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Blind hier wieder weg, damit wir da auf jeden Fall nicht in die Gefahr laufen, dass der Angriff verpufft. Denn wir müssen ja gucken, dass wir hier irgendwie 13 Schaden machen. Und zwar, ja, vielleicht mit dem Palm Strike wieder, mit dem Tempest Rush. Das ist 2, 3, 4. Das wäre schon mal eine kleine Straße. Ach halt, ich habe ja gerade 2 Chi bekommen, ne? Ne, ein. Den nehmen wir natürlich auch noch hier hin. Kleine Straße und. Ach Quatsch, wo ist denn das eine kleine Straße? Ah. Jep, dann machen wir das so, wie es gedacht war. Den Tempest Rush. 5, 2, 3, die 8 behalten wir. Den einen Chi geben wir hier mal aus. Dann können wir nämlich nochmal rerollen. 4. Haben wir 8, haben wir 12. Aber die kann natürlich auch wieder die Hälfte verhindern. Das ist natürlich wieder hart unwitzig. Aber vielleicht haben wir Glück, es kommen einfach keine zwei Chaos-Token, keine Chaos-Symbole.
Nein, es kommt 3. Das heißt, wir haben 11 Schaden halbiert. Das heißt, sie kriegt 5. 2, 3, 4, 5. Damit ist sie auf 8. Und ja, ich bin dann damit auch soweit durch. Dann darf das kleine Mistvieh angreifen. Erstmal kommt das Knockdown weg und die beiden Combat Points. Und dann, ja, Straits wieder. Dann haben wir hier schon mal 3 und 5. 3 und 5. 3, 5, 6. Das ist schön, dann geht das nämlich schief. Kann ja auch mal Schwein haben. 3 und 5, 3 und 5. Jep. Dann bin ich tatsächlich schon wieder dran. Dann verlieren wir nochmal ein Leben durch das Poison. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ja, greifen doch mal an. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Yep. Ja. Wäre auch zu schön, einfach mal eine 2 zu kriegen. Dann haben wir die kleine Straße, bekommen wir wieder 3 Chi, 1, 2, 3 und machen 6 Schaden. Dann schauen wir mal, was der Elf dazu zu sagen hat. Der Elf sagt, ich verhindere die Hälfte, dann sind das 3, 2, 3, dann sind wir schon mal zumindest bei 5 gelandet. Und dann hilft mir das noch was? Ja, vielleicht. Serenity Stufe 2 kostet uns nur noch ein Combat Point, da wir ja schon Stufe 3 kostet uns noch ein Combat Point, weil wir schon Stufe 2 hatten, da bezahlen wir nämlich nur noch die Differenz. Und ja, dann darf der Wizard Elf tatsächlich wieder. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ja, schon wieder Schwein gehabt. Der ist, glaube ich, heute nicht so gut drauf, noch nicht ganz wach. Das heißt, wir können wieder. Wir kriegen zwar leider wieder hier einen Schaden durch den Poison, kriegen aber wieder eine Karte und ein Combat Point. Und greifen natürlich mit unseren eigenen Würfeln an. So, 5 müssen wir noch machen. So, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Das ist nochmal Fists of Harmony. Wir kriegen wieder 3 Chi-Token. Dann darf der Elf sich verteidigen. Das kann er zumindest. Nein, diesmal nicht. Das ist schön, da brauche ich auch nichts weiter reinpumpen. Dann sind das 6 Schaden für den Wizard-Elf, der dann gleich gehen darf. Dann kriegen wir wieder unsere Loot-Table. Mit einer 15 auf Blau kriegen wir 2 Gold. Und ja, würde ich sagen, geht's mal ab zum letzten Portal. Und schwuppdiwupp sind wir da. Der Scythe-Token hier kommt in unseren Vorrat. Wir sind auch, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Dann nehmen wir die Shards hier weg und haben hier das Boss-Portal. Wir kriegen erstmal 2 Combat Points. 1, 2. Dann kriegen wir nochmal 3 Gold. 1, 2, 3. Ja, und ein Level 4 Minion. Dadurch, dass wir hier so weit durch sind, würde ich sagen, packen wir das mal ein bisschen beiseite. Einmal, dann ein Level 4 Minion. Wo sind sie? Da. Greifen wir blind hier rein. Und haben den Raging Berserker. Der kommt erstmal mit 30 Leben. Das ist natürlich jetzt gerade eine Menge Holz. 30.
Dann bekommt er ein King's Hand Token. Damit kann er dann, ja, sag schon, wenn er jetzt seinen Angriff nicht schafft, kann der den einsetzen, um dann nochmal gegebenenfalls neu zu würfeln. Oder wenn ich ein Ultimate würfel, kann er ihn verwenden, dass er wie ein Helping Hand funktioniert. Und er kriegt natürlich zwei, weil das hier natürlich draufsteht. Dann nehmen wir das Gold. Hier ist er. Was habe ich denn hier noch so auf der Hand? Ja, so ein bisschen. So, was haben wir denn noch hier Spannendes drauf? So, Unchained Angel, 2 plus 1 mehr für jeden Chaos und das alles als komplett Schaden. Wenn er seinen Offense nicht schafft, kriegt er einen Chaos-Token. So, und er kriegt immer, wenn er Schaden kriegt, einen Chaos-Token. Dann sollten wir vielleicht mal dafür sorgen, dass das so schnell wie möglich alles weg ist. Und ja, bauen wir das hier mal in die Mitte. Und lassen ihn doch gleich mal angreifen. So, hier haben wir schon mal den Anfang. Damit ist er schon mal fertig. Das heißt, er macht 2 Würfel Schaden. Das wären 12. Das wäre schon mal nicht so toll. Dann sollten wir vielleicht mal mit Evasive dagegen halten. Am besten jetzt. Vielleicht auch mit dem nächsten Evasive. Yep, der klappt. Damit sind wir dem ganzen Schaden schon mal ausgewichen. Dürfen aber noch unseren Defense würfeln. Und machen nochmal 2 Schaden zurück und würden 3 Chi kriegen. Die können wir jetzt gerade momentan nicht verwenden. So. 28 für ihn. Und, achso, kriegt er noch ein paar Combat Points. Hier hat er 4 Stück. So. Ja, und dann sind wir dran. Habe ich hier nicht noch irgendwie so ein. Ja, das müsste ich gleich vielleicht auch mal probieren. Eine Karte. Und einmal da. Die können wir gleich verkaufen. Fist Strike haben wir schon. Dann sind wir bei 8. Dann spielen wir nochmal einen Palm Strike auf ihn. Das ist schon mal ein Knockdown. Obwohl, Quatsch. Kann ich auch danach noch machen. Dann verlieren wir noch einen durch. Durch. Sag schon. Durch den Poison. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal ein bisschen Schaden auszuteilen. 2, 2, 4, 4. Probieren wir mal. Einfach um Schaden rauszuhauen. Yep. Das sind dann 9 Schaden. Defense hat er ja nicht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 werden 17. Nee, aber wir nehmen mal 3 Stück und die 2 hier. 9, 10, 11, 12, 13, immerhin 14 Schaden. So, der kann weg. 14, 14, 14. Da. Dann ist er nämlich schon mal auf 14. Dann machen wir jetzt mal einfach den Palm Strike da drauf, um hier einfach mal einen Knockdown hinzukriegen. Vielleicht hilft es ja was. Wahrscheinlich nicht. So, ich habe noch 8 Combat Points. Jetzt wird es aber langsam mal Zeit hier. Double Up, nochmal 2 Karten ziehen. 1 und dann sind wir auch durch. Dann mischen wir hier einmal alles fleißig nach. Und
ziehen dann noch die zweite. Dann spielen wir nochmal Enlightenment. Bei einer 6 gibt es ein bisschen was Schönes. Bei einer 4 eine weitere Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Damit sind wir gerüstet. So, er hat Schaden gekriegt. Er kriegt ein Chaos-Token. Schawupp. Dann ist er dran. Er verliert erstmal die 2 Combat Points. Und das Knockdown. Und ja, legt dann los. Hier hat er schon mal die 3 hier fertig. Da wir das gar nicht so witzig finden, stellen wir auf die 6 jetzt einfach mal ein Tip-It, dass das eine 5 ist und dann darf er nochmal würfeln. Ah. Ja, wollte ich zwar jetzt nicht alles schon machen, aber dann stellen wir noch die Helping Hand auf die 6. Ja, damit hat er es nicht geschafft und kriegt dafür aber einen Chaos-Token. So, dann sind wir wieder dran. Wir kriegen einen Combat Point, kriegen eine weitere Karte. Ah, das könnte vielleicht sogar schon reichen. Achso, wir verlieren ja wieder leider ein Leben. Und dann versuchen wir immer jetzt den Rest zu geben. 14 Leben hat er noch. Und dann haben wir hier schon mal 2 Sechsen, das ist schon mal ein guter Start. Da haben wir die dritte 6 und dann 1, 2, 3. Ein Twice is Wild. Damit können wir die beiden noch auf eine 6 drehen. Jetzt triggert sein King's Hand Token. Der sagt, bei 4 bis 6 müsste ich dann nochmal würfeln. Also eine 6 neu würfeln. So, 4, das ist erfolgreich. Das heißt, wir nehmen die eine 6 und würfeln sie nochmal. Dann haben wir noch den dritten Wurf. Das ist eine 5. Aber wir waren ja gut vorbereitet für diesen letzten Angriff und spielen einmal Same as Ease. Mir fällt gerade ein, das wird ein bisschen knappig, denn ich komme nur auf 13 Schaden. Ah, ja gut, das macht jetzt zwar nichts, das kriegen wir noch irgendwie hin. So, erstmal kriegen wir ein Evasive, dann kriegen wir ein Cleanse, dann kriegt er einen Knockdown, dann kriegt er 10 Schaden, plus die 3 Chi obendrauf, ist er bei 13. Das heißt, er geht runter auf 1, ja, haben wir uns ein bisschen verrechnet, aber sieht doch schon ein bisschen besser aus. Und mit dem Cleanse machen wir nochmal hier den letzten hier weg. Habe ich hier sonst noch irgendwas, was uns helfen könnte? Wir schauen mal. Ich nehme meine letzten Combat Point aus und ziehen nochmal hier Double Up. Ziehen nochmal 2 Karten. Und verkaufen nochmal die beiden. 1, 2. Na, da muss ich gleich mal gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt eine Karte. Dann hat er kassiert und kriegt noch ein Chaos-Token, auch wenn es ein Ultimate war. Dann verliert er seine beiden Combat Points und der ist weg. Und dann, ja, darf er angreifen. Ja, damit ist er schon fertig. Und würfelt 5 Würfel als Schaden. Eieieiei. Das sind dann 6, 12, 15, 17, 9, 15, 17 Schaden. Ja, dann versuchen wir doch mal was zu verhindern.
bei 17 Schaden. Erstmal würfeln wir mal unsere Defense. Damit kriegen wir auf jeden Fall schon mal 2 Chi. Und kriegen noch ein Evasive dazu. Machen ihm auf jeden Fall Schaden. Und so, 17 Schaden, 6. Ja, dann müssen wir jetzt hier mit Evasive versuchen, ein bisschen was zu retten. Dann schauen wir mal. Der Evasive klappt schon mal nicht. Aber der klappt. Das heißt, wir sind dem ganzen Schaden schon mal ausgewichen. Das ist sehr schön. Und wir machen tatsächlich 2 Schaden zurück, womit dieser Minion geschafft wäre. Und dann geht das Ganze wieder hier los. Wir kriegen orange Loot, den packen wir beiseite. Den haben wir geschafft. Damit ist das Szenario 1 tatsächlich abgeschlossen. Erstmal haben wir hier den Loot. Der Loot sagt, wir kriegen noch nichts, denn ich finde den Würfel gerade nicht. Wo ist er hin? Das ist ja... Ach hier, nehmen wir den so lange. Bei einer 18 bekommen wir einen epischen. Dann greifen wir doch mal hier rein für den Epic. So, dann Szenario geschafft. Erstmal geht's hier los, euer Gold auf die nächste Fünferstelle aufrunden. 1, 2, 3. Dann bekommt ihr, könnt ihr die Sachen aufschreiben auf die Tabelle. Das mache ich gleich im Nachgang. Und ja, wir haben eine Shop-Phase. Dann kommt hier der Rosella Store zum Vorschein. Wir bekommen erstmal für die Shop-Phase 3 Kammen und eine Ankammen, die wir kaufen können. Ziehen wir mal hier raus. 1, 2, 3. Das geht mal ein bisschen weiter runter, damit wir hier ein bisschen Platz haben. Und eine Rare. Das ist die hier. So. 1, 2. Das sind die hier. Und zwar, die können wir kaufen für jeweils 10 Gold. Die können wir kaufen für 15 Gold und die können wir identifizieren, da liegt da noch frei, für 10 Gold. Dann würde ich natürlich mit der Epic gerne anfangen. Die identifizieren wir jetzt. Da haben wir einen Regenerating Orb. Das ist eine Equipment-Karte. Jedes Mal, wenn ein Held ein Self-Token verwendet, um sich zu heilen, heilt er um einen mehr. Das finden wir doch ganz gut. Die packen wir dann mit in unser Deck. Die muss ich dann noch eintüten. Dann würde ich doch... Gehen wir erstmal hier 10 runter. Und dann nochmal 10 für die Rare-Karte. Das ist Getting Paid Level 2. Das ist schön. Das tauscht einfach die andere Getting Paid aus. Das waren beides Epic. Hä? Wieso waren das beides Epic? Dann haben wir vorhin eine tatsächlich falsch gezogen. Die packen wir dann mal kurz einmal zurück. Das wollte nämlich eine Rare sein müssen. Da haben wir den falschen Stapel bekommen. Wir drehen nochmal um. Angelic Boots Level 2 bekommen wir 2 Flight Token. Ist natürlich auch nicht verkehrt. So, dann haben wir dort die 20 hier ausgegeben und dann nehmen wir noch ein Vegas Baby oder ein What Status Effects Level 2 oder noch mehr. Ich würde sagen, wir nehmen hier die noch mit dazu, dann haben wir das ganze Gold ausgegeben für 15 und packen die noch mit ins Deck. Ja, die anderen kommen dann wieder zurück.
Die kommen dann in unser Deck, die drei Karten. Und dann würden wir einfach weitergehen zu dem Bossfight. Den schauen wir uns einfach beim nächsten Mal an. Für hier mit der Runde sind wir durch. Wir tragen dann hier noch alles ein, was wir hier an Punkten machen. Remaining Salves haben wir 3 Stück. Die kommen dann hier rein. Unspent Gold haben wir nichts. Unclaimed Boss Loot haben wir alles genommen. Wir haben alle Teile zusammengesammelt und Szenario Score von 20 kommt hier mit drauf. Da kommt dann der Total hier runter. Und ja, geht dann von hier aus dann weiter für die nächste Runde. Wir starten dann mit 3 Salves, die wir dann mitnehmen. Plus wahrscheinlich noch ein bisschen was, was auf dem Boss mit draufsteht. Ja, ich rechne das nochmal aus und wir sehen uns dann zum Bossfight wieder. Ciao!